Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part vom Flughafen Simulator 2014. Ja, wir haben im ersten Part schon ein bisschen angefangen. Und da ich schätze, dass ja mal alles viel zu laut ist. So. Vier. So. Wir waren bei 8 Minuten. Können ein bisschen rumfahren. Ist ja momentan nicht sehr spannend. Ja, den müssen wir auch noch fragen. Wir müssen mal wieder zurückfahren. Den müssen wir auch noch die, also müssen noch den, den, den und den. Der zieht das Flugzeug raus. Der, glaube ich, bringt das Essen. Das ist ein Tanke und der, was weiß ich, weiß ich nicht. Gepäck ausladen. Okay, also es das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr zu tun, weil es muss wieder alles eingeladen werden. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis das erste Flugzeug wegfliegt, aber hinterlässt uns halt natürlich sehr viel Geld für das zweite Gate, das schon die erste Aufrüstung mit der Brücke hat. Weil jedes Flugzeug braucht eine Brücke. Egal welches. Wie lang dauert das? 10 Minuten. Minuten. 15 Minuten. Okay. Auch 15. So. 6 Minuten dauert es noch. Dann können wir das Gepäck abladen. Also zu Base bringen, dann wird das Gepäck eingeladen und dann dauert es wieder ein bisschen. Dann muss der Bus nochmal und aber dann ist das Flugzeug fast schon bereit zum Abfliegen. Dass die Fahrgäste, also die Fluggäste, nicht über die Gates alles verlassen. Nein, sie steigen in den Bus ein. Piloten dürfen nur die Gates verwenden. Also nicht Gates, sondern die Brücken. Diese 6A ist leider nicht für uns verwendbar, blöderweise. Ja, das ist schon. Das ist schon teilweise sehr blöde, aber wir müssen halt da durch. Auch wenn wir nicht alle, was weiß ich, 12 oder 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, ja, alle 12 Gates nicht verwenden können, sondern nur 8 davon. Ist einmal 3a, 6a, 5a und 4a, ja.
Ja, so. Weiter geht's, ja. Auch kurz. Also es geht nicht beim zweiten Bildschirm, weil er ein Spiel rumbackt. So. 4 Minuten noch. Er hat wahrscheinlich gerade Standbild, deswegen. Ja, Entschuldigung nochmal dafür, aber es geht halt leider nicht anders. So. Reinigung zum Gate. Okay. Ach, das ist die Reinigung. Jetzt Business. Muss ich ein bisschen vorsichtiger Kamera drehen. So. Sind ja auch fast schon wieder da. Sind ja zum Glück nicht weiter streng, natürlich die Mitte ist natürlich immer das Beste, weil man nie zu lang fahren muss, aber man hat genug Zeit. Als erstes wird das Gepäck fertig sein. Flugzeug kann ja so gut wie eigentlich schon abheben, wenn die fertig sind, aber ein was fehlt noch. Also als erstes mehr Treibstoff, also mehr Kerosin, und es muss noch rausgezogen werden. So, 2 Minuten 36. Ja. Jetzt wird's gleich spannend. Blöd, dass ich das jetzt nicht noch automatisieren kann. Dass ich jetzt das erste Mal komplett selber machen muss. 2 Minuten circa noch. Also ich schätze mal, es wird noch so 20 Minuten dauern, mindestens. Alleine jetzt dieses Flugzeug. Dadurch geht es dann automatisch, da geht es natürlich schneller, weil dann ziemlich alle automatisch gleich losfahren. So. Ja, wahrscheinlich dann das Gepäck zur Base bringen und dann neues wieder einladen. Wenn es ja sogar noch an der Base entlädt. Und den Bus müssen wir wahrscheinlich auch ausladen und dann wieder einladen. Aber die Außenreinigung ist dann komplett fertig. Vor allen Dingen, der Bus ist noch nicht ausgeladen, aber also noch nicht eingeladen. Aber witzigerweise, es wird gereinigt schon innen drin. Es gibt irgendwie nicht sehr, sehr viel Sinn, aber vielleicht laufen sie ja gerade in den Bus. Nein. Vielleicht ist es ja so. So, 50 Sekunden noch. Also ein Frachter geht auf jeden Fall schneller. Ein Frachter hat nicht mal so lange Zeit. Der war jetzt schon fertig. Weil du halt auch nicht Passagiere und Gepäck ausladen musst. Also Traktoren. Sehr, sehr witzig. Schiff mal ich wieder hinten hinein, oder?
Ja. Sollte zum Terminal. Dann muss ich fragen, zu welchem Terminal? Ich weiß es gerade nicht, wohin es muss. Anscheinend ja da nicht. Ich hab keine Ahnung, wo es hin muss. Bin jetzt ein bisschen überfragt. Zum Terminal, ja. Wunderschön. Ach, da hinten. Ja, das wollen wir auch nicht mehr sehen. Ja, wir haben ja... Aha, Flugzeug inaktiv. Es wird gerade so viel fertig. Es gibt jetzt wahrscheinlich so richtig viel Knete. Ja, zum Glück hat er so ein Mini-Wenderadius. So, jetzt wird es aber beim Bus sehr knapp. Weiß ich jetzt schon. Bin mal wieder überfragt. Wo muss ich denn? Ach, da hinten. Okay. Dann Reparaturwagen zum Parkplatz. Vielleicht hätte ich erst den Bus übernehmen sollen. Egal, ich glaube, es kann gar nichts passieren. So, ja. Also dann passiert nichts. Also trotzdem was. Ich hab gedacht, ich der zweite Bildschirm ignoriert es jetzt, aber nein. Nicht ganz. Aber jetzt wird es mit dem Bus sehr, sehr knapp. Eine Minute und 30. Wow. Darin dahin, 1 Minute und 16 Sekunden. Na, Bus gibt ja kein Gas, weil er wahrscheinlich beladen ist. So, jetzt Treibstoff wird jetzt auch wieder ein bisschen knapper. Das haben wir ja locker geschafft. So. Treibstoff.
So. Da ist aber ja schon zur Hälfte eigentlich wieder abfahrbereit. Mal wenn er bedankt ist, könnte er eigentlich schon wieder abfliegen. Die Außenreinigung kann auch schon wieder zur Base. Also, am Anfang ist es schon ganz schön anstrengend. Aber dann, wenn man nach dem ersten Flugzeug hat, neigen schon ziemlich viel automatisiert. Das ist eigentlich gar nicht gezielte Punkte, wenn ich zähle. Och nein, jetzt nicht ernsthaft. Was ist hier nicht noch? Den da. Habe ich ein Zeitlimit eigentlich? Spaß ist halber für den zweiten Flieger? Nö. Der ist schon aufgesetzt. Naja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Der soll sich Zeit lassen. Wir haben jetzt schon Zeit, bis das Flugzeug abgeflogen ist. Bin ich blind oder was? Ach, da hinten, okay. Soll ich muss halten, sehe ich den Punkt nicht. Ach, das ist wirklich jetzt hier noch Zeit. Habt ihr jetzt kommt nicht noch eins? Naja, notfalls drei Stück. Oder vier können dort bleiben. Hauptsache es blockieren nicht die Landebahn. Weil da gibt es einen Crash. Zu 100%. Das ist aber auch wieder ein Passagier. Vor allem witzigerweise genau das gleiche. Backwagen zu Backwagen zum Gate. Das heißt, das Gate wird jetzt beladen. Also nicht das Gate, das Flugzeug. Und kann dann langsam wieder abfliegen. Nur das andere Flugzeug kommt gerade. Das lasse ich jetzt auch erstmal dort stehen. Weil ich muss da erstmal noch ein bisschen das Flugzeug weg modernisieren. Flugzeug ist ja sehr inaktiv gerade. Deswegen. So. Wir haben dann eigentlich schon ziemlich alles, schätze ich mal, oder? Ja. Das V ist dann so Ende. Das ist. Hab ich, ja, das habe ich auch schon. Das hast ja. Der Bus muss noch hin. Und dann. Die Brücke weg. Sadece işaretlerle gösterilen bölümlerde sigara içilebilir.
Ja, dann hätten wir es auch. So, jetzt beende ich mal den Part. Dankeschön fürs Zuschauen für diesen Part. Bis zum nächsten Part. Tschüss.